Praxis pur für Maria Weber. Die Medizinstudentin tauschte für einen Monat die Uni Leipzig mit einer Hausarztpraxis in Sulzberg im Allgäu. Die 26-Jährige nutzte dafür das gemeinsame Formulaturförderprojekt von Bayerischer Hausärzteverband und Techniker Krankenkasse und bekam so einen Einblick in den Alltag einer Landarztpraxis. Zum einen zahlreiche Hausbesuche und dadurch, dass es hier auf dem Dorf eben ist, dann ist man schnell mal bei den Patienten auch angelangt. Und zum anderen gibt es hier auch mehrere technische Möglichkeiten. Der Dr. Böhmer hat eben zwei Sonogeräte und dadurch hat es sich auch ergeben, dass wir zufällig eine riesengroße Venenthrombose entdeckt haben in der Halsvene und sowas sieht man nicht alle Tage, gerade als Hausarzt auch nicht. Auch ein anderer Fall war dramatisch, wie Maria Weber berichtet. Wir hatten auch hier einen Patienten, der ist in die Praxis gekommen, ihm ging es zunehmend schlechter und der hatte einen Vorhofflimmern, das haben wir dann im EKG gesehen und dann haben wir eben auch den Rettungsdienst informiert, der kam dann auch mit Notarzt noch. Der Notarzt ist dann mit dem Hubschrauber hier gelandet und musste dann auch alles sehr schnell gehen. Für Hausarzt Dr. Mirko Böhme ist Maria Weber die vierte Formulantin, die während des einmonatigen Aufenthalts ein breites Spektrum an Erfahrung sammelt und mit Patienten aller Altersgruppen in Kontakt kommt. Wir haben ja alles vom kleinen Baby über den chronisch Kranken bis zu älteren Patienten, dann halt, wie man mit den Patienten umgeht, was die Sorgen der Patienten sind. Dann lernt sie halt den üblichen Praxisalltag kennen, auch was die Arzthelferinnen machen, also wie man Blut abnimmt, wie man Blutdruck misst, wie man EKG legt, wie man eine Ergometrie durchführt. Dann nehme ich die Formulanten immer mit auf die Hausbesuche, damit sie halt auch mal ein Altersheim kennenlernen und wie halt die älteren Hausbesuchspatienten auf den Hausarzt reagieren, was sie möchten. Meist sind es ja gar nicht schwere Erkrankungen, meist sind es ja ganz alltägliche Probleme, die die Patienten belasten. Die Erfahrung zeigt, so Dr. Böhme, dass die Studierenden mit einer Reihe von Vorurteilen ihre Formulatur beginnen, dann aber am Ende von der Hausarztmedizin begeistert sind. Also leider sind viele Studenten halt schon in eine Richtung geprägt. Viele wollen halt im Krankenhaus arbeiten und sehen im Hausarztsein jetzt keine so hohe Disziplin, möchte ich mal sagen. Wenn sie dann hier sind, dann lernen sie halt kennen, dass es doch halt viele spannende Sachen gibt, auch in der Hausarztpraxis. Also nicht nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Rückenschmerz, sondern also wir haben schon jeden Tag immer wirklich halt aufregende Fälle. Mal einen Blinddarm, mal eine Galle oder eine Blutgerinnungsstörung oder wir hatten letzte Woche mal eine Jugularis-Venenthrombose, was halt sehr, sehr selten ist. Also ich glaube schon, dass man die Studenten in der Formulatur für das Hausarztsein begeistern kann. Bleibt die entscheidende Frage an die gebürtige Thüringerin, ob auch sie sich vorstellen kann, nach dem Studium als Fachärztin für Allgemeinmedizin aufs Land zu gehen, zum Beispiel ins Allgäu. Das könnte ich mir durchaus sehr gut vorstellen, ja. Und also die Menschen hier sind sehr freundlich, man wird gut aufgenommen und mir gefällt die Gegend. Und ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier auch mich niederzulassen.